Na, hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und so wünsche ich euch als allererstes ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich muss gestehen, ich bin noch ein bisschen fertig, aber ich hoffe, das wird sich im Laufe des Tages noch ein wenig legen. Heute wollen wir ein kleines Opening machen und zwar, ja, diesmal keine M-Plus-Kiste, sondern eine PvP-Kiste. Ich habe nämlich jetzt eine Weile schon kein M-Plus mehr gespielt. Ihr wisst ja, ich habe hier die ganzen 15er-Keys gebastelt für das Achievement bzw. die Heldentat. Und da habe ich so ein bisschen das Interesse an M-Plus verloren. Aber ich habe ein bisschen PvP gespielt die letzten Tage, um mir unter anderem das Transmog fertig zu spielen. Da gibt es ja so ein... Ja, so ein Transmog, wenn du auf 2-1 kommst, hast du das komplett fertig. Da ich ja das jetzt so ein bisschen am Sammeln bin, habe ich hier ein bisschen hochgespielt. Wir haben jetzt hier auf 2-1 irgendwas gebastelt. Komischerweise, ich habe gelesen, es gibt irgendeinen Bug, dass es jetzt Off-Season angezeigt wird hier. Und weiß ich nicht, ob das irgendeinen Einfluss auf die Kiste hat. Wir werden sie jetzt gleich aufmachen. Ich habe ehrlich gesagt wenig Ahnung, was an Item-Level drin ist, aber ich denke mal, mit Duelisten müsste ich schon mal halbwegs sinnige Sachen rauskriegen. Deswegen dachte ich mir, komm, mach ein kurzes Video und ich würde sagen, schauen wir mal in die Kiste rein. Vielleicht kriege ich irgendwas Krasses aus dem PvP-Segment. Ein Trinket wäre tatsächlich ganz nice. Was ich gekriegt? Schuhe. Die sind gar nicht so schlecht. Für 40 mit Sockel kann man machen. Ich habe aber halt schon 440 mit Sockel, die ich mir gecraftet habe. Ja, aber es ist hier nicht hochgerollt. Heißt, 440 ist anscheinend Duelist Standard, so wie es scheint. Was kriegst du dann, wenn die Gladi-Rating hast, also 2-4? Kriegst du dann noch was Höheres? Kann eigentlich nicht sein, dass du was Höheres aus der PvP-Kiste wie aus der M-Plus-Kiste rauskriegst. Ja, kann ich jetzt leider in dem Fall nicht so sinnig verwenden. Crit brauche ich jetzt als Guardian eher weniger. Vielleicht kann ich das Feral irgendwo verwenden. Ich werde es mir mal auf die Bank packen. Auf jeden Fall ein nettes Item. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr das wisst, was man dann mit höheren Rating kriegt. Ob man dann, ob man dann höheres Item-Level kriegt oder ob man einfach einen anderen Vorteil hat, wenn man dann auf 2.3, 2.4 unterwegs ist. Würde mich interessieren. Und ja, das war es eigentlich schon mit dem kleinen kurzen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es trotzdem gefallen und dann wünsche ich euch noch ein weiteres schönes Ausnüchtern, falls ihr gestern ein bisschen übertrieben habt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.